ist, denn jetzt muss alles gut gehen. Wenn man wirklich das Ziel hat, das Grand Prix-Finale noch zu erreichen. Carolina Kostner, die WM-Zweite des vergangenen Jahres und Doppel-Europameisterin der letzten Jahre. Und dass sie kämpfen kann, bitte, das haben wir schon so oft erlebt, auf großartige Art und Weise. Einfach ein bisschen die Hand auf dem Eis beim Tulopen, nicht ganz so schlimm. Und aber der Lutz, das war oftmals der Knackpunkt, der Unsicherheitsfaktor in ihren Programmen. Drücken wir die Daumen. Ich habe deine Hand beobachtet, da war kein Daumen drücken. Gut, du warst angespannt. Das war ich, ja. Ja, der Lutz ist ein verflixtes Ding im Augenblick bei Carolina Kostner. Das brennt sich jetzt hoffentlich nicht ganz in die rechte oder auch linke Gehirnhälfte ein, egal welche dafür nun zuständig ist. Trotzdem kann sie, liebe Zuschauer, in Führung gehen. So ist das nicht. Jetzt stellt sich auch die Frage, was wird abgezogen, wie viel mehr wert ist eine Dreifach-Dreifach-Kombination gegenüber Fumi Suguri. Denn in den Programmkomponenten kann sie natürlich mit allen locker mithalten, die gute Carolina Kostner, also im Hinblick auf den gesamten Wettkampf hier in Moskau, ist dieser Sturz jetzt noch nicht der Absturz? Nein, das glaube ich auch nicht. Eben die Programmkomponenten und die Dreifach-Dreifach-Kombination, die halten sie im Rennen. Ja. Eins muss ich sagen, das Programm, der Tango, der gefällt mir außerordentlich gut. Da kann sie wirklich sich mal von einer anderen Seite zeigen, sonst oftmals ein bisschen ruhigere Programme, klassische Musik. Das, finde ich, steht hier ausgesprochen gut, der Tango. Hier sehen wir nochmal die Kombination. Ja, schön, ganz klar auf rückwärts gelandet, die Hand zur Hilfe genommen, das bringt minus 1 in den Ausführungsnoten, das lässt sich verschmerzen, das tut mehr weh hier, was wir jetzt sehen, der dreifache Lutz, und da bin ich noch nicht mal sicher, ob das wirklich als dreifach gewertet wird, da sehen wir in unserem Bildausschnitt das nicht ganz so genau, der Doppelachsel dann wieder problemlos. Für mich das schönste Programm, was wir heute gesehen haben an diesem Nachmittag in Moskau. Allerdings
wird sie natürlich Abzüge hinnehmen müssen für den dreifachen Lutz. Ja, vielleicht kommt ja, wie gesagt, die Gesamtkonstellation dieser Zusammenstellung zugute. Man muss ja gewisse Weltcup-Punkte haben, um mit teilnehmen zu dürfen. Die Gastgeber dürfen mehrere stellen. Carolina Kostner hat diesbezüglich natürlich keine Probleme. Neues Jahr, neues Glück. Dass die Dreifach-Dreifach-Kombination mittlerweile souverän klappt, das ist schon mal wichtig. Das gibt eine gewisse Basis und irgendwann wird alles andere auch funktionieren. So, was muss sie erreichen? Über 58,30 Punkte. Ob sie es nun ganz genau erreicht oder auch nicht, das spielt nicht die große Rolle. Es ist momentan der zweite Platz. Ja, sie ist dabei. Das ist gerade mal 1,3 Punkte Abstand zu der führenden Fumi Suguri. Da ist nichts verloren. Da ist alles möglich morgen in der Kür. Also, sie bleibt im Rennen hier um den Sieg und auch um das Grand Prix-Finale. Alles im grünen Bereich. Aber nicht im sattgrünen. Nicht im sattgrünen, nein. Ein Lindgrün, würde ich sagen. Ein zartes Grün, liebe Zuschauer. Und damit haben wir die komplette Übersicht über das Kurzprogramm der Damen hier in Moskau im Rahmen des 5. Grand Prix-Wettbewerbes dieser Saison, der Cup of Russia mit Fumi Suguri und Carolina Kostner in Führung.